Man erkennt es schon optisch und akustisch, dass dieser Peugeot etwas Besonderes ist. Der RCZ R ist der stärkste Serienwagen, der die Peugeot-Hallen je verlassen hat. Aus seinen 1,6 Liter Hubraum zaubert er gewaltige 270 PS. Damit liegt er in Sachen Literleistung von 170 PS pro Liter Hubraum mit den stärksten Motoren echter Sportwagen auf Augenhöhe. Dass dafür eine Menge Ingenieursleistung nötig war, versteht sich fast von selbst. Aber auch die Zutaten können sich sehen lassen. Für die enormen Belastungen mussten die Kolben aus einer speziellen Alulegierung gefertigt werden. Diese findet sich auch in den aktuellen Formel-1-Motoren wieder. Der Fahrer kann entspannt Sportwagen-Fahrleistungen abrufen. Nur 5,9 Sekunden vergehen für den Sprint auf 100 km/h. Bei 250 Stundenkilometer wird der RCZ-R abgeregelt. Seinem ursprünglichen Charakter ist das sehenswerte Coupé treu geblieben. Fahrfreude verbreiten mit einem Hauch des Besonderen. Dass Peugeot bei der Entwicklung viel Zeit auf der Nürburgring-Nordschleife verbracht hat, beweist das Fahrwerk. Direkt und knackig lassen sich Kurven umrunden. Trotz seiner sportlichen Talente mangelt es dem Franzosen aber nicht an Langstreckentauglichkeit. Während der schwächere RCZ bereits ab 28.000 Euro beginnt, muss man für das Hightech-Modell tiefer in die Tasche greifen. Er steht mit 41.500 Euro in der Preisliste, ist aber verglichen mit deutschen Konkurrenten immer noch günstiger und zudem noch seltener auf unseren Straßen zu sehen.